Also man muss ganz klar sagen, ist Paraplegie ist ein Scheiß. Es gibt keinen Grund, warum das jemand eine Paraplegie haben sollte. Mein Name ist Ursula Schwaller. Ich bin Architektin, Energieberaterin und Baubiologin. Und extrem gerne in der Natur. Mit dem Velo oder mit dem Ski oder was immer. Es war Sonntag, das weiß ich noch. Da haben wir einen Aufstieg gemacht auf dem Molenson. Da bin ich in den Steilhang ein- und ausgerutscht. Und am Schluss des Steilhangs kam eine Kante, so die Tür ab. Eine Felskante, etwa mit 8 Metern Freifall. Ich bin dann gelandet und habe gemerkt, was ich da anrühre, ist weich und warm und gehört nicht mir. Es war eben meiner Beine. Und dann wollte ich mich bewegen und gemerkt, ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nur oben bewegen. Es war eigentlich ziemlich klar, das ist das Leben im Rollstuhl ist vor mir. Und wir haben dann sehr schnell darüber geredet, was kann ich noch. Und ich sagte, ich möchte eigentlich weiterhin Velo fahren, ist das noch möglich? Und er ist dann sofort auf die Suche und ist dann einen Tag später mit dem Bike auf meinem Handbike. Auf dem Mal ist nicht mehr die Behinderung im Vordergrund, sondern der Sport. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist das Leben, das geht weiter. Und du musst auch ein bisschen Gas geben, dass du halt den Transfer lernst in das Bike und wieder zurück, weil du trainieren willst. Und vielleicht so ein bisschen die Normalität zurückgeben vom Leben und dass sich nicht alles um den Rollstuhl dreht. Bitte mir würdest du fragen, was ich gerne möchte. Ich glaube, jeder würde sagen, weg mit der Paraplegie. Aber ja, dann würde ja viel von meinem Leben weggehen, also das Erlebte. Und was ich manchmal das Gefühl habe, ist, ach, jetzt hätte ich wirklich mal Ferien verdient von der Paraplegie. Einfach mal 3-4 Wochen um meine Fußgängerin sein, um mich normal ein bisschen auf die Toilette und in ein Auto einsteigen, ohne noch den Rollstuhl einzuladen. Und einfach mal Ferien von der Paraplegie.